Kannst du für dich sagen, wie du auf diese tollen, deepen Texte kommst? Ich habe erstens tatsächlich viel als Teenager schon Songs in Bezug auf Texte gehört. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche die Künstlerin Judith Holofernes. Also ich kenne Leute, die in der Pandemie jetzt gesagt haben, mein Lebenskonzept war eh schon zu hart. Ich habe ein Schulkind und spiele in 5 Bands. Jetzt ist endgültig sozusagen da der letzte Faden gerissen. Es wird davon ausgegangen, dass du 80% deiner Zeit benutzt, um dich selbst zu promoten. Ich glaube, immer mehr Künstler merken, dass man auf die Tiefe der Beziehung gehen muss. Also, dass man auf die Leute gehen muss, denen das was bedeutet. Warum bin ich 80% meiner Zeit damit beschäftigt, diese Judith Holofernes zu sein? Ich wäre gerne früher netter zu mir gewesen und hätte mich gerne nicht so ausgebeutet. Deutschlandfunk Nova. Judith, lass uns mal so anfangen. Kannst du sagen, wie es dir geht gerade? Sehr gut. Sehr gut. Du darfst gerne ehrlich antworten. Ja, nee, wirklich. Ich war gerade eine Woche bei meiner Mama zu Hause und habe irgendwie Urlaub gemacht und bin ziemlich gut gelaunt. Ist Mama Urlaub tatsächlich? Das kann ja so oder so sein. Ja, aber ich war echt natürlich auch lang nicht mehr da. Ne? Ich war lang nicht mehr in Freiburg und es war ganz schön. War sehr entspannt und irgendwie so, ich bin so ein Waldfreak und wir waren jeden Tag im Wald mit dem Hund und so. Ja, es war total schön. Macht ihr das zusammen dann? Also ja. Lange Mama und Tochter Spaziergänge? Ja, wandern quasi, also wandern. Der Hund ist auch eher klein, ja, also man kann jetzt nicht so 5 Stunden wandern, aber anderthalb. Kannst du sagen, jetzt sind es, was haben wir denn, wir haben jetzt Oktober, sagen wir mal ab März letzten Jahres, war ja so Corona, also anderthalb Jahre. Mhm. Gibt es trotzdem Kulturerlebnisse, die du hattest, also jetzt nicht unbedingt den Mama-Besuch, aber die möglich waren? Gute Frage. Ich war sehr häuslich und hatte so ein bisschen Glück dadurch, ne, dass ich wollte eh keine Konzerte spielen und hatte auch keine Karten für irgendwas gekauft und war am Schreibtisch und habe mein Buch geschrieben und so. Und es war alles eher so, es war eh eine zurückgezogene Phase. Das war einfach gut, es hat gut gepasst. Wenn du sagst, irgendwie jetzt war eine Zeit der Ruhe, gibt es einen Punkt, an dem du dann Kultur trotzdem vermisst? Jetzt mal egal, ob du selbst auf der Bühne bist oder auch, keine Ahnung, mal selbst zum Konzert gehen oder so, dass man das 6 Monate aushält und dann irgendwann merkt, jetzt wäre es aber trotzdem gut, wenn es mal passieren würde? Ja, schon, aber ich bin zum Beispiel, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen niederschmetternd, aber wenn ich jetzt bei meinen Freunden diese Posts gesehen habe von ihren Strandkorb-Konzerten und so, dann war ich echt froh, dass ich das nicht machen muss, weil ich finde das ehrlich gesagt eher deprimierend. Also ich würde dann lieber nicht spielen. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar von diesen Konzerten dann auch unheimlich schön waren, ne? Dass es halt was Besonderes ist. Aber irgendwie Weil? Ja, also gerade mit einer großen Band, weißt du, als ich noch gespielt habe, war ich ja mit meiner neuen Band, waren wir zu 6 auf der Bühne und das ist ein ganz schönes Spektakel. So. Und das ist so ein Kanonen auf Spatzen-Gefühl, weißt du, das passt einfach von der Energie. Wir haben schon ein einziges Mal irgendwie bestuhlt gespielt, aus Versehen, weil das irgendwas schiefgegangen war mit dem Veranstalter und schon das fand ich schrecklich. Das fühlt sich dann an, als wie in so einem Traum, weißt du, wo du so nicht richtig laufen kannst. Ihr kommt mit voller Energie. Und ja, genau, es passt einfach nicht zusammen. So. Also wenn man alleine auf so einem Schemelchen sitzt und Geschichten erzählt und einen Song spielt, dann ist das super. Mhm. Aber mit einer 6-köpfigen Band. Das heißt aber, wenn du auf der Bühne stehst, ist sowas wie großes Besteck eher, also ist dir lieber als dann die leisen Töne oder ist es mal das eine, mal das andere? Mal das eine, mal das andere. Also ich habe ja auch schon Lesungen gemacht, als mein Tiergedichtebuch rauskam. Mhm. Und das hat auch total Spaß gemacht. Das war wahnsinnig lustig, weil ich einfach mit meiner Ukulele im Koffer mit so einem kleinen Köfferchen durch Deutschland gefahren bin. Und dann habe ich ein paar Songs gespielt und Gedichte vorgelesen und Fragen beantwortet und so. Und das finde ich auch total schön. Ich finde, der Rahmen muss halt zu dem passen, was man macht. Also ich glaube, damit auf einem Festival vor 20.000 Leuten fände ich auch nicht so lustig. Stimmt. Weißt du, also so, ich finde, was macht die denn da? Das muss irgendwie energetisch zusammenpassen. So.
Judith Holofernes macht Musik, macht Podcasts, schreibt Gedichte und schreibt auch gerade ein Buch über sich. Sie war die Frontfrau der Band Wir sind Helden. Danach hat Judith andere Sachen gemacht, also auch Musik, Soloprojekte, ist aber auch mit einer neuen Band auf Tour gegangen. 2019 hat sie sich dann in einem Statement vom kommerziellen Business verabschiedet, um mehr Zeit für die kreativen Dinge zu haben, die ihr was bedeuten. Deswegen ist sie unter anderem zu Patreon gegangen. Das ist eine Plattform, auf der Fans Abos bei ihren LieblingskünstlerInnen abschließen können. Es geht also um einen direkteren Kontakt zwischen KünstlerInnen und Fans. Darüber sprechen wir gleich noch. Verheiratet ist Judith mit Pola Roy, dem ehemaligen Schlagzeuger von Wir sind Helden. Und ich treffe Judith in ihrer Arbeitswohnung in Berlin. Mit dabei ist Lupita, das ist ihr Hund. Und wir treffen uns an einem Donnerstag Anfang Oktober. Das erwähne ich nur deshalb, weil es der Donnerstag ist, an dem bekannt gegeben wird, wer den Literaturnobelpreis bekommt. Darum wird es gleich auch noch gehen. Jetzt bist du, korrigier, wenn das falsch ist, ja wahrscheinlich so als Kulturschaffende, du persönlich in einer luxuriösen Position, ja. Also keine Ahnung, das hast du trotzdem das Gefühl, wenn du jetzt mal 18 Monate guckst, hat Gesellschaft genug auf Kultur geachtet? So nach dem Motto, so haben wir uns genug gesagt, hey, wir brauchen das, wir unterstützen auch Künstler. Absolut nicht. Ich habe das in meinem Umfeld vielfach beobachtet, wie schrecklich das war. Pola ist ja inzwischen Produzent und der hat dadurch natürlich viel Kontakt zu ganz jungen Künstlerinnen, die gerade erst anfangen. Und das war wirklich niederschmetternd mit anzusehen. Ne? Also eine seiner Künstlerinnen, Anna Erhardt, hat ein wunderschönes Debütalbum gemacht und konnte dann einfach nichts dafür tun. Nichts, nichts, nichts. Und diesen ganz toller Live-Act. Und es war das erste Album. Ne? Und dann geht man mit so viel Hoffnung da rein. Und das war wirklich total schwer. Oder bei Mia hat es die Veröffentlichung auch verhagelt, weil deren Album ist irgendwie im Lager in Frankreich hängen geblieben. So, ja, auch wegen Corona. Und dann hast du da anderthalb Jahre, zwei Jahre drauf hingearbeitet und es passiert einfach nichts, weil du nichts dafür tun kannst. So, du kannst halt nirgendwo hinfahren, kannst es nicht promoten. Und ja, mein ganzer Freundeskreis, da sind natürlich viele, die so in 5 Bands spielen, um zu überleben. Ne? So, das war ein Trauerspiel. Und es war eher so, dass ich gedacht habe, wie viel Glück ich gehabt habe, weil ich eben im November davor zu Patreon gegangen bin. Und seitdem bin ich ja sozusagen so dauerhaft unterstützt durch meine Fans. Aber hast du das Gefühl, es ist, also wenn man jetzt die Leute auf der Straße fragen würde, ist Kultur wichtig, Musik, Veranstaltungen, würden alle sagen ja, ja, ja. Ja, genau. Aber es findet sich irgendwie nicht in, ich weiß es nicht, dann struktureller Unterstützung irgendwie wieder. Weil? Weil wir in Deutschland schon grundsätzlich, sagen wir mal, von staatlicher Seite nicht so viel Wertschätzung für Kultur haben, wie man nach Lippenbekenntnissen so denken würde. Hm. Es ist einfach keine große Lobby oder so, ne? Und ich glaube, das haben viele Leute jetzt auch gemerkt, dass sie das erste Mal gedacht haben, so steht es hier um uns, so wertgeschätzt sind wir, ne? Dass da so wenig passiert. Und dann, klar, bei manchen Leuten hat es zum Beispiel auch gut geklappt. Ich kenne auch Leute, die haben dann irgendwie ihre Unterstützung bekommen und so. Und andere aber halt auch nicht. Hm. Und es kommt ein bisschen auch darauf an, was man gerade vorhatte. Ne? Sorry, mein Hund leckt dich am Arm. Das macht nichts. Darf ich sie streicheln? Ja, sehr gerne. Lupita, ne? Ja. So, guckst du auch gar nicht. Willst du auch dabei sein? Hm. Wie siehst du die Argumentation? Wie siehst du die Lage so? So, die Weltlage. Genau. Nee, also je doller Leute vom Performen abhängig waren, ne, umso doller hat es sie halt getroffen. Und ich hatte das Gefühl, was aber auch schön war, dass halt die Konsumenten sozusagen, also die Fans, die haben schon ganz viel Impuls gehabt zu helfen. Und ich glaube einfach, viele wussten nicht wie. Mhm. Und ich glaube, das ist sowieso ein Problem in der Musikindustrie gewesen, auch ohne Corona, dass ganz viele Leute sozusagen wissen, dass ihr Geld nicht mehr wirklich relevant ankommt durch Streaming und aber so. Aber keine Alternative. Keiner weiß so richtig. Also ich glaube, fast jeder, wenn du ihn fragen würdest, der sich richtig für Musik interessiert, würde sagen, natürlich möchte ich, dass mein Geld bei meinen Künstlern ankommt. Mhm. Aber alle wissen so vage, dass das eh nicht passiert. Und was dann passiert, ist, dass man gar nichts mehr kauft. Mhm. Dann bleibt halt nicht mehr nur sehr wenig übrig, sondern gar nichts. Hast du denn das Gefühl, dass das gesellschaftlich kittbar ist? Sagen wir mal, da sind Künstler, die merken jetzt noch mal, boah, so prekär ist meine Situation, es gibt Lippenbekenntnisse, ja. Uns geht's nicht gut. Das ist ja auch was Frust aufbauen kann. Absolut, ja. Also das ist ja so ein Riss erzeugen.
Ich glaube, dass da ganz viel passiert, parallel gerade, was jetzt nicht nur mit Corona zu tun hat. Ich bin gar nicht so davon überzeugt, dass jetzt Patreon eine Lösung für alle ist. Ich sehe das inzwischen ein bisschen anders. Ich finde, Patreon, können wir gleich noch drüber reden, kommt einer bestimmten Art von Künstlern entgegen und anderen auch nicht, ehrlich gesagt. Und ich glaube aber, das, was gerade passiert, ist, dass viele Leute einfach ganz grundsätzlich merken, dass wir das Internet als Möglichkeit und Bedrohung sozusagen bisher sehr fußgängerisch benutzt haben. Ne? Und dass Künstler es noch nicht geschafft haben, diese Freiheit, die das auch mit sich bringt, in irgendeiner Form wirklich in Freiheit zu verwandeln. Also die Möglichkeiten gar nicht nutzen. Und auf der anderen Seite eben wahnsinnig Verlust haben über das Internet. Mhm. Und ich glaube, dass jetzt eigentlich eine Zeit kommen muss, wo Künstler merken, Moment mal, diese vorgezeichneten Wege, das ist nicht die einzige Art, wie man als Künstler überleben kann. Mhm. Und ne, also da einfach kreativer zu werden, wie man diese Beziehung zwischen Fans und Künstlern gestaltet. Dass es nicht vorgegeben ist, dass da zum Beispiel jemand dazwischen hängen muss. Das sagt ja überhaupt niemand. Ja, und das ist ja das, was in anderen Bereichen auch kommst auch direkt passiert. Zu deinen Kundinnen oder deinen Fans oder wie man es nennen will. Ne? Und dass man einfach zum Beispiel, also bei Patreon ist es jetzt halt so, dass das eine Abkehr ist von der Masse. Dass man nicht mehr sagt, okay, ich möchte, dass Millionen von Leuten ab und zu mal meinen Song auf Spotify hören. Oder whatever, genau. Und wenn es richtig, richtig geil läuft, dann habe ich am Ende des Jahres irgendwie ein Weihnachtsgeld. Mhm. Ist wirklich so. Ne? Also Leute, die Millionen Zugriffe haben, fallen am Ende des Jahres vom Stuhl, weil es einfach nichts bringt. Und ich glaube, so ein unausgesprochener Konsens, den Leute Gott sei Dank endlich anfangen, in Frage zu stellen, ist, dass das alles Promotion ist. Also als Künstler kriegt man immer gesagt, ja, aber du musst ja sichtbar sein und das ist alles, du promotest. Also eigentlich, es wird davon ausgegangen, dass du 80% deiner Zeit benutzt, um dich selbst zu promoten, um an unglaublich viele Leute ranzukommen, die im Bestfall 0,000005 Cent bei dir lassen. Und das mal in Frage zu stellen, ob nicht 200 Hardcore-Fans, die dir im Monat 3 Euro zahlen, mehr wert sein könnten. Ist natürlich fürs Ego eine andere Nummer. Ne? Ist fürs Ego eine andere Nummer, ja. Aber zum Beispiel auch fürs Ego. Ich kenne Bands, die hatten so Spotify-Hits oder Radio-Hits, einzelne. Hm. Und die fallen total aus den Wolken, wenn die das erste Mal auf Tour gehen und keiner kommt. Weil was nämlich auch passiert ist, dass du einen riesen Spotify-Hit haben kannst, das aber auf so einer oberflächlichen Ebene stattfindet, dass sich diese Zuneigung überhaupt nicht überträgt. Dass die Leute denken, ja, den Song, den finde ich irgendwie so ganz angenehm. Aber ich muss die Leute nicht sehen. Meistens noch nicht mal wissen, wer das ist. Ich glaube, immer mehr Künstler merken, dass man auf die Tiefe der Beziehung gehen muss. Also, dass man auf die Leute gehen muss, denen das was bedeutet. Aber du bist jetzt bei Patreon zum Beispiel, was ein... wenn ich das richtig zusammenfasse, eine Direktverbindung zwischen KünstlerInnen und Publikum ist sozusagen. Und dann gibt es verschiedene Abo-Systeme. Es ist ein Abo, genau. Und eigentlich, nachdem kann man sagen, wenn ich dir 10 Euro im Monat gebe, dann keine Kriegst Ahnung. Kriegst du irgendwelchen lustigen Quatsch dazu. So, genau. Und wenn es 20 sind, dann gibt es das. Richtig lustigen Quatsch was dazu. Alle kriegen und noch, ich muss bekloppt sein, ich tue noch was obendrauf. Genau. Aber du hast vorhin gesagt, das funktioniert für manche und für manche nicht. Ist das jetzt, weil natürlich die Judith Holofernes die Judith Holofernes ist. Also die fängt eben nicht bei 100 an, sondern vielleicht bei... Wie viel hast du? Kannst du sagen, wie viele Abonnenten du hast? Oder ist das ich mache das nicht, weil ich nicht wieder... Ich habe viele. Eins, zwei viele, aber nicht so viele, wie ich bräuchte, um davon alles bezahlen zu können. Das ist echt so. Das reicht nicht. Noch nicht. Aber ich habe auch ehrlich gesagt, seit ich da bin, halt noch kaum was gemacht. Ne? Großes. Aber da steht doch, man kriegt von dir Gedichte. Nee, das kriegt man alles. Aber ich meine nur, man kriegt meistens sozusagen, wenn man irgendwas dann doch in der Öffentlichkeit macht, kriegt man wieder einen Schub neuer Patrons. So funktioniert das also natürlich. Also in dem Moment ist doch, du musst dich promoten, damit selbst wenn da du die das Leute... Möchtest, wenn du das möchtest, aber mir ist das alles fein. Also für mich ist es, ich finde das alles super so. Es ist wie ein großer, sehr intensiver Fanclub / Kreativitätsworkshop. Also bei mir ist der Schwerpunkt so darauf, dass ich
auch über das Kunstmachen spreche. Mit du lässt Leute, glaube ich, auch sehr detailliert in deinen oder in deinen Arbeitsprozess eingehen. Ja, genau, genau, Fragen stellen. Ich mache extra Podcast-Folgen für die, ne, wo ich dann irgendwie halt auch beschreibe, wie mein Prozess ist und so. Aber würdest du auch sagen, dein Kreativprozess hat sich verändert? Das hört sich jetzt sehr bedeutungsschwer an, aber ja, du weißt, was ich meine. Ja, der hat sich total verändert dadurch, dass ich einfach mehr Zeit dafür habe. Also, das sieht super busy aus. Ich hab mir diese Abo-Sachen angeguckt und ich denke mal, wenn die denn das alles machen muss, die Judith, dann macht die nichts anderes. Nee, ich mache auch fast nichts anderes. Es ist einfach tatsächlich das meiste, was ich mache, ist meine Patrons bespaßen. Ich bespaße die ja mit Kreativität und davor hatte ich immer das Gefühl, dass das Schreiben und Kreativsein viel zu wenig Platz in meinem Leben hatte. Wo ich dachte, wie ist das denn passiert? Ich bin doch jemand, der schreibt. Warum bin ich 80% meiner Zeit damit beschäftigt, diese Judith Holofernes zu sein? Und 20% das zu machen, was diese Judith Holofernes eigentlich so macht. Das Verhältnis hat sich umgekehrt, würde ich sagen. Das hat sich komplett umgedreht. Genau, genau umgedreht, würde ich sagen. Ich mache jetzt ab und zu ein sehr nettes Interview. Aber hey, wann ist das? Aber wirklich, ich mache wahnsinnig wenig. Ich sage einfach fast alles ab. Ich finde das schon vorsichtig ausgedrückt sehr bemerkenswert. Das muss ich auch einen Moment sacken lassen. Judith hat die ganz große Bühne verlassen. Die Helden wurden im Jahr 2000 gegründet und waren bis 2012 aktiv. Da waren so Songs dabei wie Guten Tag, Das Denkmal, So und So, Nur ein Wort. Was ich damit sagen will, ist, die Helden waren schon groß über Jahre. Und das hat sie aufgegeben. Und mich interessiert schon, wie sie das wahrnimmt und wie sie damit umgeht. Ich weiß aber auch nicht genau, wie heikel das Thema für sie ist oder wie häufig sie darauf angesprochen wird. Das kann ja irgendwann schlichtweg auch nerven. Dann weiß ich ja gar nicht, willst du auf sowas überhaupt noch angesprochen werden? Doch, doch, doch. Ich bin ganz versöhnt mit, oder was heißt versöhnt? Ich bin ganz down mit meinem Heldenerbe sozusagen. Ja, das geht? Ja, es war zwischendurch sehr schwierig, weil ich das Gefühl hatte, es ist so schwer, sich davon zu lösen. Aber gerade jetzt über dieses Schreiben, also ich schreibe halt auch ganz extrem offen über diesen Prozess, wenn man in so einer Band war und wie das dann ist, irgendwie wieder ein anderes Leben zu führen und so. Und das hat es tatsächlich irgendwie gelöst für mich. Ich habe das jetzt alles geschrieben und irgendwie fühlt sich das jetzt an wie so eine sehr spektakuläre, unterhaltsame und wunderschöne Vergangenheit, aber halt Vergangenheit. Aber es ist gut integriert in für dich sozusagen. Ja, klar. Ich meine, natürlich, wenn dann jetzt immer Leute sagen, oh, wann macht ihr das wieder und so, das sticht einfach. Ich weiß immer nicht, ob das den Leuten so bewusst ist, dass sie damit ja sagen, dass du das, was du jetzt gerade machst, nicht machen sollst. Ja, oder das andere ist besser. So, ja, oder? Genau. Also das ist, glaube ich, den meisten Leuten nicht bewusst, dass sie damit sagen, kannst du bitte alles fallen lassen, was du jetzt gerade machen möchtest. Das ist schon cooler. Und lieber machen, was ich möchte. Mhm. So. Aber auch damit bin ich irgendwie jetzt versöhnter und ich denke, selber war ja eine tolle Band. Also ich bin jetzt eher so, dass ich denke, es ist doch schön, auch wenn neue Leute noch Wir sind Helden-Songs entdecken. Meine Tochter kommt jetzt mal plötzlich und zeigt mir auf TikTok irgendwelche super niedlichen 17-jährigen Skater-Girls, die zu Helden-Songs irgendwie durch den Park fahren. Ist doch geil. Und man denkt sich mal, kenne ich die Musik und die Stimme? Ja, genau, kenne ich irgendwie. Wer ist das? So, aber hat sich zu damals, wenn du sagst, also ihr müsst ja dann auch einen unheimlichen Output irgendwie gehabt, zu sagen, okay, wir müssen jetzt sagen, ihr das jetzt, keine Ahnung, heute Nachmittag muss das und das entstehen. Also das ist durchgetakteter. Hat sich der Kreativprozess verändert zu heute, dass du sagst, es kann mehr entstehen, ich kann mir mehr Zeit nehmen, ich kann es mehr umdrehen? Ja, total. Ich kann sehr gucken, was kommt. Und ich habe generell nicht mehr das Gefühl von Eile oder so, ne? Dass ich jetzt, ich hatte früher immer so ein bisschen so ein, das habe ich auch mitgebracht, das war einfach ich, ja? So ein Gefühl von, ja, alles sehr schnell machen zu wollen. Und jetzt ist es eher so, dass ich denke, jetzt habe ich zum Beispiel gerade erfahren, dass es bis nächsten Herbst dauert, bis mein Buch erscheint, weil der Buchmarkt halt sehr lange malt. Und dann denke ich, ah ja, schön, was mache ich denn bis dahin? Mal gucken. So, aber es ist okay. Ja, es ist total okay, dass ich halt denke, ah ja, schön, vielleicht nehme ich mal wieder einen Song auf, aber vielleicht fange ich auch gleich das nächste Buch an, weil es mir so Spaß macht. Also es ist sehr frei einfach, dass ich so gucke, was kommt.
Aber hat sich das verändert, weil du aus den Strukturen raus bist und man jetzt merkt, ah, wenn die nicht da sind, ist Platz da und es entsteht was Neues? Oder ist es, das Bedürfnis war eigentlich da und ich bin da drüber gegangen? Der Schwerpunkt ist ganz anders, wenn man sagt, ich habe ein kreatives Leben und eigentlich will ich immer, das darf nicht der Ausnahmezustand sein, bis ich wieder irgendwas promote, so. Mhm. Sondern ich will so leben. Und ab und zu bringe ich mal irgendwas raus, aber das darf mich nicht zu lange ablenken, davon was Neues zu gestalten, weil dann werde ich total unglücklich. Also im Prinzip ist es, die Regel ist ganz einfach, wenn ich nicht kreativ sein kann, dann geht es mir nicht gut. Ist so. Ja, und ich habe in der Vergangenheit viel zu viel dann, ja, mich sozusagen halt vermarkten lassen oder vermarkten müssen und irgendwie nach einem halben Jahr von 12 Interviews am Tag und 80 Konzerten kommt dann irgendjemand und sagt, wo ist denn eigentlich das neue Album? Mhm. So. Und ich bin sehr froh, da raus zu sein. Ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass ich doch irgendwann noch mal ein Album mache. Aber da denke ich dann mehr so, vielleicht eins oder zwei, weißt du? Aber so für den Rest meines Lebens. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, das jetzt dauernd machen zu müssen, sondern wenn halt warum ist denn nicht Songs da sind. Nicht beweisen zu müssen oder ist das keine Kategorie? Doch war es lange. Natürlich musste ich mir auch beweisen, dass ich das ohne die Helden kann. Ne? Und so, ich wollte das nicht und ich dachte, ich stehe da drüber und ich bin sehr schlau. Aber natürlich denkt man, wenn man in so einer erfolgreichen Band war, irgendwie, jetzt muss ich schon zeigen, dass ich irgendwie auch alleine Songs schreiben kann, bla 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 bla. So, was keine gute Motivation ist, um richtig tolle Sachen zu machen. Und jetzt ist es eher so, dass ich denke, mal gucken, im Moment möchte ich Bücher schreiben. Mal gucken, wann die ersten Songs wiederkommen. Apropos Songs und Texte. Ich habe mir vor dem Interview natürlich noch mal ein paar Songs durchgehört von Judith. Und ich finde immer wieder tolle, berührende Stellen. Hier zum Beispiel ist ein Auszug aus Kaputt. Das ist auf dem So-und-So-Album der Helden. Und das ist immerhin schon von 2007. Es ist so okay, jeder soll fliehen, der kann, wenn du den Fluchtwagen fährst. Schneid dich ab, so viel kaputt, aber es wird vieles mit. Jeder Scherben spiegelt das Licht. So viel kaputt, aber zwischen der Blut, zwischen Asche und es ist okay, jeder soll fliehen, der kann, wenn du den Fluchtwagen fährst, schnall dich an. Keine Ahnung, ob das für dich überhaupt heute noch eine kreative Zeile wäre. Oder total. Es ist ehrlich gesagt eher so, dass ich manchmal die Heldensongs höre, auch jetzt so beim Schreiben, ne? Wenn ich dann eben darüber schreibe, wie das war, mich davon zu lösen, dass ich denke, das ist doch verrückt. Ich habe das vor 15 Jahren oder 12 Jahren oder 10 Jahren oder 8 Jahren gewusst in diesen Songs. Und dann zu merken, wie lange es manchmal dauert, bis man für sein eigenes Leben Sachen dann wirklich umsetzt. Aber anders, ich habe nochmal so auch Gedichte mir nochmal angeguckt, das ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber sowas wie, das ist dieses die Träume anderer Leute, ne? Ja. Da steht, ich glaube, du träumst die Träume anderer Leute und das, was du versäumst, ist mehr als das, wovon du träumst. Ja. So, das hat ja schon auch, ist ja deep, also ist ja nicht einfach mal so. Ja. Wie kannst du für dich sagen, wie du auf diese tollen, deepen Texte kommst? Ich habe erstens tatsächlich viel als Teenager schon Songs in Bezug auf Texte gehört. Also ich glaube, wenn man sich dafür interessiert und selber tolle Texte schreiben möchte, dann ist das Wichtigste fast, dass man mit diesem Ohr hört, was andere Leute machen. Mhm. Ne? Und dass man teilweise, also jetzt nicht zu analytisch oder so, aber dass man schon immer mal hinguckt und denkt, und was macht die Person da? Warum ist das so toll? Oder mal das Gefühl zu haben, ich finde es toll und dann so gucken, warum denn? Ja, und ich habe immer schon so funktioniert, dass mein Gehirn dann halt auch sagt, oh, wie toll, ich weiß genau, was du da machst. Ehrlich? So, ne? Ja, auch schon halt mit 14 oder so. Aber was sind die Muster, die du erkennst? Ist es, ich weiß nicht, es gibt ganz viele Muster. Rhythmus oder Bild oder Metapher oder irgendwie. Ja, oder dass am Ende irgendwas wieder aufgegriffen wird, was am Anfang schon. Aber gebrochen. Gebrochen, genau. Und dann plötzlich eine ganz andere Wirkung entfaltet. Oder eine wichtige Regel finde ich zum Beispiel für, also Regel, aber. Die für dich funktioniert. Ja, Regel im Sinne von, das funktioniert, wenn jemand das macht, ist, dass man zum Beispiel sehr spezifisch ist. In dem, was man beschreibt und
das gilt auch fürs Bücherschreiben, dass man sozusagen über das ganz, ganz genaue Hingucken von Sachen, die sehr persönlich sind, kommt man eigentlich wieder zu sowas Universellem. Mhm. Also wenn du immer schreibst, ah, Liebeskummer, Herz bricht, tut voll weh und so, dann denken alle, ja, ja, ja. Mhm. Und wenn du dann aber, wenn du dann dich erinnerst an deinen ersten Liebeskummer irgendwie und ganz genau hinguckst und denkst, und ich liege immer noch in dem Graben vor deinem Haus, und ja, es sieht nicht so gut für mich aus. So, ne? Und dann tut es mehr weh. Mhm. Oder und du kotzt dein Herz in den Graben vor dem Haus. So, ne? Wenn man so unglücklich ist, dass man sich eigentlich übergeben möchte. Mhm. Ständig. Und so. Also einfach hinzugucken, was sind die körperlichen Symptome von dem, was ich beschreiben will. Was ist das, dass man das wirklich fühlt. Plus Humor. Plus Humor. Es darf leicht daherkommen, genau. Auch wenn es ganz tief wahr ist. Genau, genau. Und ich glaube, was dabei hilft, also das sage ich immer Leuten, die selber schreiben wollen, ist tatsächlich wahnsinnig viel hören und schon auch bewusst hören und lesen, Gedichte lesen, anstatt, wenn man aufs Klo geht, anstatt das Handy mitzunehmen. Judith, wir haben für jeden Gast, jede Gästin eine kleine Spontanitätsübung vor. Ja. Ich habe handschriftlich dabei ein paar Sätze. Ja. Kannst du die, wenn es geht, vervollständigen? Ja, bitte. Wir gucken. Berlin ist für mich mein Zuhause, mein geliebtes Zuhause. Ich bin unheimlich glücklich in Berlin. Immer wirklich? Wieder. Ja, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die einfach die ganze Zeit entzückt sind von Berlin. Aber ich fahre auch jeden Samstag raus in den Wald. Das hilft. Was ist so toll? Die Vielfalt und die relative Weite für eine Großstadt, der Platz, der relativ große und das erstaunlich viele Grün. Berlin ist sehr viel grüner, hat sehr viel mehr Bäume als andere Großstädte. Wenn ich in meinem Leben etwas anders machen könnte, wäre das oder gemacht hätte, wäre das? Ich wäre gerne, jetzt nachdem ich da mein halbes Leben aufgeschrieben habe, ich wäre gerne früher netter zu mir gewesen und hätte mich gerne nicht so ausgebeutet. Also ich wäre gerne bestimmter und klarer gewesen in dem, was ich so will und nicht will. Aber das würde ja heißen, du wusstest das. Hätte ich ja ein schönes Buch nicht schreiben können. Ja, ich wusste das wohl. Ja, ja, ich habe ja all diese schlauen Lieder geschrieben und es dann immer trotzdem nicht gemacht. Ja, ist was dran. Ja, aber manchmal ist es ja so, man ist da noch nicht, man muss erst verstehen. Genau, also ich wäre gerne weniger pflegeleicht gewesen. Das hätte mir 1,5 Burnouts und eine Meningitis erspart. Und auf der anderen Seite konnte ich jetzt ein hübsches Buch darüber schreiben. Insofern. Das ist okay gerade. Das ist auch gerade so okay. Das ist das Schöne am Schreiben, dass man immer denkt, dass man alle Schwierigkeiten verwandeln nutzen kann. Ja. Ja. Heute ist Donnerstag, also wenn gleich der Anruf kommt und wenn ich den Literaturnobelpreis gewinne, dann nach Bob Dylan kommt nach jetzt. Nach Bob Dylan komme ich jetzt dran. Dann verstecke ich mich unter meinem Sofa, weil ich in Wirklichkeit nämlich über die Jahre immer introvertierter werde und mir das viel zu viel Aufmerksamkeit auf einmal wäre. Inspiration hole ich mir bei. Inspiration hole ich mir aus meinem eigenen Erleben, aus Spaziergängen im Wald, aus Konzerten von anderen Leuten. Dafür ist für mich Kultur unheimlich wichtig. Also ich bin fast von keinem tollen Konzert nach Hause gekommen, ohne nicht zu denken, und was schreibe ich jetzt? Mhm. Ne? Also das funktioniert bei mir einfach so. Ich denke dann gar nicht, ich muss sowas machen wie der Künstler, den ich gerade gesehen habe. Ich komme nach Hause und denke einfach, Musik ist das Geilste. Was mache ich jetzt? Und das fehlt total. Ich habe nur, wo ist das? Hast du das Mark Foster erzählt im Interview, dass du früher Otto geguckt hast? Ich glaube, da ist das drin, ne? Ich war ganz großer Otto-Fan. Frühe Inspiration. Ja, frühe Inspiration. Tatsächlich habe ich dann, meine Mutter war sehr schlau und hat dann schnell mich darauf hingewiesen, dass das, wovon ich da Fan bin, Robert Gernhardt ist. Ah, weil der die Sachen geschrieben hat. Der die Sachen geschrieben hat, also die besten Otto-Witze. Viele der besten Otto-Witze hat Robert Gernhardt geschrieben und dadurch bin ich dann tatsächlich auf komische Lyrik gekommen. Da war meine Mutter geistesgegenwärtig. Nicht schlecht. Wahrscheinlich hat sie einfach nicht mehr ertragen, dass ich die ganze Zeit Otto rezitiere. Da war ich so 10 oder 11 oder so und hat gesagt, hier, guck mal, Christian Morgenstern. So. Ist das schon so die Anfänge, wo du sagen würdest, ja, das fängt da an in dem Alter? Keine Ahnung, irgendwo muss man ja mal den Zugang finden. Ich würde sagen, also ich habe immer viel gelesen. Ich war so ein Lesekind und
dann mit 12 wurde Musik ganz wichtig und Sprache und so. Genau, mit 12 habe ich, glaube ich, angefangen, Otto zu rezitieren. Großartig. Und dann aber mit 13 und 14 habe ich halt schon dann, ja, Songwriter entdeckt und angefangen, Gitarrenakkorde zu lernen und bin immer mit irgendwelchen Platten, meine Mutter hatte so eine tolle Vinylsammlung und dann bin ich immer zu ihr hin und habe gesagt, was singt der Mann da? Warum ist er so traurig? Und Mama war aber auch Ansprechpartner, hat es aber auch als Übersetzerin auch gecheckt. Ja, eben, meine Mutter ist halt Übersetzerin und hat mir dann die Texte übersetzt. Ja, und hat gleichzeitig auch keine Berührungsängste gehabt dafür, dass Tochter Judith was mit Sprache machen will oder so. Ja, nee, genau, überhaupt nicht. Kann ja in einem anderen Haushalt auch anders. Auf Unverständnis. Ja, genau, da war sie sehr offen. Gibt es einen Moment, wo du manchmal denkst, du vermisst die Helden? Ja, natürlich. Ja? Total. Sehr schwierig oder irritierend war es für einen Moment, mit meiner tollen neuen Band auf Tour zu gehen. Ich hatte dann mir eben eine Liveband zusammengesucht und war ganz entzückt von denen. Aber es war am Anfang total komisch, mit anderen Leuten im Tourbus unterwegs zu sein. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder 8 Jahre her und hat sich total eingespielt, dass das jetzt halt meine Tourgemeinde ist. Gibt es einen Kontakt zu den anderen noch? Dass so, also klar, zu Pola natürlich, klar. Ja, genau, mit Pola bin ich verheiratet, wir haben relativ viel Kontakt. Ja. Na gut, das muss ja auch nicht so sein. Muss auch nicht immer so sein, aber doch, genau. Wir besuchen uns halt immer so, wir sind ja immer noch relativ viel unterwegs. So ein bisschen, also ich finde immer, es ist ein bisschen wie Geschwister oder so, ne? Dass man auch Spannungen hat, die Geschwister haben und aber auch so was auch Schubladen, in denen man so steckt ein bisschen. Genau, so Rollen, die sehr stark ausgeprägt sind und so. Aber gleichzeitig hat man halt was, was einen verbindet, was man mit niemand anderem hat. Ja. Also ich stand halt mit niemand anderem bei Rock am Ring auf der Bühne. Und es ist ja toll, dass man Leute hat, die das verstehen, wie sich das angefühlt hat. War das Line-Up, wo Limp Bizkit nicht konnte? Ja. Genau, Frontliner, wir sind Helden. Genau. Bizkit hat abgesagt. Habe ich bei Caroline Kebekus neulich gesehen, dass du das kurz erzählt hast. Ja, mit dem mein T-Shirt. Liebstes Plakat. Ja. Oh, shit. Dann nutze ich mal kurz die Unterbrechung, um die Anekdote nochmal zu erklären. Also, die Helden waren 2005 Headliner bei Rock am Ring. Und es gab damals ein Plakat, auf dem stand in Klammern hinter Wir sind Helden, Limp Bizkit haben abgesagt. Das war sozusagen der Anlass, warum die Helden da nachgerutscht sind. Das hat Judith neulich nochmal bei Caroline Kebekus in der Show erzählt, weil es eben auch verdeutlicht, wie männlich sonst das Musikbusiness ist. Ein eher spirituelles Thema würde ich gerne noch ansprechen, weil man immer wieder liest, dass Judith das wichtig sei. Buddhismus ist für mich... Die eine Praxis, die alles andere einfacher macht. Weil oder wie? Weil, ich praktiziere sozusagen im Moment viel zu wenig für das, was ich weiß, wie gut es mir tut. Und wenn ich es aber regelmäßig tue, dann, ja, das hilft einfach, nicht so ausgeliefert zu sein, den Weltgeschehnissen, den eigenen Gefühlen, den eigenen Gedanken. Also man lernt einfach, es hat so viele Auswirkungen, aber man lernt sozusagen netter mit sich selbst zu sein, früher mitzukriegen, sich selbst besser mitzukriegen, die Welt besser mitzukriegen, viele Läuse sozusagen zu sehen, bevor sie einem über die Leber laufen. Also es macht einfach alles einfacher. Aber wie löst du das? Bei fast eine Achtsamkeitsübung oder so, dass du sagst, ich muss wirklich so mich und die Welt nochmal früh und anders wahrnehmen? Ja, genau. Also eigentlich im Prinzip ist ja Meditation die Grundpraxis und das mache ich im Moment unheimlich wenig. Also ich mache so 13 Minuten Hörding im Moment und schlafe dann auch gerne mal ein. Also Körperreise. Das ist alles nicht so Körperreise. Schnarch. Genau. Fühle in deinen Fuß hinein, zack, fertig, bye bye. Insofern bin ich da jetzt sozusagen nicht die allerbeste Werbetafel. Aber ich habe früher teilweise sehr, sehr viel meditiert, auch noch als wir das erste Kind hatten, 40 Minuten im Backstage von einem Festivalgelände oder so. Jeden Tag oder auf Zugfahrten. Das setzt einfach einen Anker und bewirkt irgendwie so ein Befreundetsein mit sich selbst und mit der Welt und mit anderen. Sagt die Musikerin, Dichterin, Autorin Judith Holofernes. Vielen Dank, dass du zu Gast im Deep Talk warst und dass wir zu Gast in deiner Arbeitswohnung in Berlin sein durften. Das war der Deep Talk für diese Woche.
Ich bin Sven Preger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.